Frohe Weihnachten, ihr Landratten! Gojul. Go what? Gojul. Ist dänisch? Das ist dänisch, ja. Ist es eine Tradition, dass man in Dänemark, wenn man zum Geburtstag, dass sich das Geburtstagskind, wenn man singt, dass einer ein Instrument nachmacht mit dem Mund? Nee? Mein dänischer Freund macht das immer. Vielleicht ist es aber einfach nur seine 5 Minutes of Fame. Also das hört sich für mich null nach dänischer Tradition an. Also, er macht es aber. Dann spielt er dänische Trompete. Weihnachts-Q&A. Ihr kennt das Spiel inzwischen. Das ist nicht das erste Mal, dass es hier stattfindet. Wir haben nach Fragen gefragt. Es kann alles Mögliche sein. Und wir beantworten sie einfach 20 Minuten oder sowas, damit ihr an diesem wunderschönen Feiertag mal 20 Minuten nicht mit eurer Familie reden müsst. So ist es. Oder? Bevor wir die Frage an uns haben, habe ich eine Frage an dich. Ja. Was ist dein Go-To-Weihnachtssong? Das habe ich schon gestern mit Dennis beantworten müssen. Oh, na, schade. Ist nicht schlimm. Die Antwort ist nämlich, ich habe nicht richtig einen. Hat Dennis denn einen? Ja. Mariah Carey. Okay, das ist ein Klassiker. Seine Frau liebt ihn und er läuft halt die ganze Zeit und dann. Ich Swing einfach. Keine Weihnachtsmusik, aber Swing. Sinatra, Red Pack, so Dean Martin, die Geschichten laufen einfach bei mir dann. Finde ich einfach gemütlich. Warum hörst du hier Michael Bubble Tea, das Weihnachtsalbum? Nein, Mann. Ja, na klar. Nein. Oder Weihnachtssong von Sido, den ganzen Tag. Mm-mm. Weihnachtszeit. Sag allen Bescheid. Dass Sido kommt und Sack bei hat und Geschenke verteilt. Hey, das ist gut. Das ist ein Hit gewesen. Was ist dein Weihnachtssong? Nummer 1 ist The Pox, Fairy Tale of New York. Noch nie gehört. Vielleicht aber auch schon. Weiß ich ja nicht. Nur der Titel sagt mir nichts. Fairy Tale of New York ist ein richtig schöner Weihnachtssong, finde ich. Das ist ein so ein bisschen Weihnachtsfilme? Hast du schon was geschaut? Ich mein, noch gar nicht. Also anlassbezogen noch gar nicht. Also irgendwann flimmert halt früher oder später Kevin in irgendeiner Form über den Fernseher. Tatsächlich, ja, Kevin. Okay. Also ich habe, und viele Leute haben es vielleicht schon jetzt gesehen, das brauche ich nicht stimmen, ich erzähle Sachen doppelt, ist euer Problem. Grinch und Charlie und die Schokoladenfabrik schon geguckt. Und Charlie und die Schokoladenfabrik habe ich mit meiner Freundin unbedingt gucken, habe ich gesagt, können wir machen, aber dann singe ich jeden einzelnen Oompa-Loompa-Song mit. Und so habe ich es gemacht. Und dann haben wir 20 Minuten vor Ende ausgemacht. Grinch creept mich einfach nur aus. Einer der gruseligsten Kinderfilmcharaktere, die es gibt. Ich finde ihn super. Den Grinch? Ja, auf jeden Fall. Ultra angsteinflößend. Die haben das jetzt vor kurzem, letztes Jahr oder vorletztes Jahr kam es ja animiert nochmal raus. Überraschenderweise ist es derselbe Film in animiert und kaum wert, den zu gucken. Bleibt beim Original. Diverse Frage an dich, Niklas. An mich? Ja, weil kommt man mal gut bei Frauen an, wenn man sagt, dass man bei One Football arbeitet. 241 Leute waren interessiert an dieser Frage. Und ich bin nicht in der Situation, wo ich mich bei Frauen so vorstellen würde. Weißt du? Ich kann aber sagen, dass es eine große Schnittmenge an Frauen gibt und Leuten, die nicht wissen, was One Football ist. Das ist vollkommen richtig analysiert. Ja, das ist so. Ach, ich habe noch nie. Also generell bin ich kein Fan davon. Ich würde niemals auf die Idee kommen, in einem Dating-Kontext versuchen, damit zu prahlen, wo ich arbeite oder was auch immer. Also nicht wie Marco Marin, der sich mal bei der Freundin von einem Freund von mir vorgestellt hat, im Club mit, ich bin der Marco, ich bin Nationalspieler. Ja? Ja, das war der Hammerspruch. Ein gewisser Weltmeister hat mal eine Freundin von mir auch in einem Club im Ruhrgebiet. Als die Anmache nicht ganz gut lief, auf jeden Fall ist der Satz gefallen, weißt du eigentlich, wer ich bin? Oh. Mehr sage ich dazu nicht. Wenn du das sagen musst, weißt du, dass du auf einem guten Weg bist. Ja, auf jeden Fall. Aber was ich dazu sagen kann, ist, also, ich habe das noch nie probiert, wird mir auch niemals einfallen. Nee. Ich versuche tatsächlich immer so ein bisschen das zu verschleiern, dass es nur um Fußball geht, weil ich Angst habe, dass ich in so eine Box gesteckt werde. Ist ja auch so. Ah, das ist der nächste Fußball-Proll. Ist so. Und das ist so ein bisschen, also, da habe ich einfach keine Lust drauf, in diese Kiste zu kommen. Ja. Deswegen sage ich immer, ja, ich schreibe und rede über Sport oder sowas. Und dann. Ich bin mein Leben lang in dieser Kiste. Ich lebe in dieser Kiste. Alle Leute packen mich sofort in diese Kiste. Ich wurde immer in der Schule, bin ich da reingekommen. Sofort immer war es, ich war der Fußballidiot und sowas. Und so ist es einfach. Ja. Die Leute denken einfach, der redet über Fußball, der ist also dumm. Genau das. Und es ist überhaupt, also meine Erfahrung ist, dass es in den meisten Fällen nicht zutrifft. Das ist absoluter Schwachsinn, die Aussage. Ja, also der Umkehrschluss von den Leuten ist, also du kannst dich für nichts anderes interessieren offensichtlich. Also deine Persönlichkeit wird komplett darauf reduziert, dass du gerne Fußball guckst. Ja. Und das mag ich einfach nicht. Deswegen bin ich tatsächlich jemand, der das eher so ein bisschen umschifft. Es ist ja auch einfach Quatsch. So,
Welche nehmen wir als nächstes? Ich überlege mich, ob wir schon zu einer Fußballfrage gehen oder ob ich noch gucke, was wir noch so was unsportliches Verhalten fragt. Wer von euch kommt weiter, wer wird Millionär? Würde ich relativ zuversichtlich sagen, dass ich da weiterkomme als du. Ich auch, aber ich komme weit. Kommst du weit? Ja. Wie weit? 64.000 ist gar kein Thema. Gar kein Thema. Wie kommst du denn darauf? Das ist kein Thema. Ja, auf welcher Basis hast du das jetzt entschieden? Auf Gucken. Ich gucke und dann, ja. Jedes Mal vom Fernseher. Ich würde mich nicht blamieren, das weiß ich 100%. Würdest du dann die Risikovariante spielen oder würdest du die, wie ist es nochmal? Du hast die Zockervariante, da hast du dann. Du kannst 4 Joker haben, Bridges aber keine Absicherung so. Nach der 32.000er oder 3 Joker und dafür halt dann die Absicherung nach 32.000er. Ich müsste, darüber habe ich noch nie so lange nachgedacht. Es gibt eine Variante, die wahrscheinlich besser ist. Und wahrscheinlich ist es die sichere Variante. Oder? Also ich würde die sichere spielen, weil ich halt keine Illusionen habe, dass ich die Millionen gewinnen würde oder was auch immer. Ich schon. Und in dem Moment, wo du irgendwie 32k sicher hast. Auf Wiedersehen. Ciao Günther, ich muss los. Ja, ist so. Nee, ich glaube auch, dass du, weil du in manchen... Keine Ahnung, ich habe aber jetzt... Das ist halt, bei dir muss es halt auch, wie bei mir auch, aber es muss ja deine Nischen treffen. Ne? Und manchmal... Aber das, nee, da geht's ja auch so. Ja, ich glaube auch, dass du weiterkommen würdest. Nicht viel wahrscheinlich, aber es ist, wenn man guckt und nicht auf diesem Stuhl sitzt und den Druck hat, erwische ich mich immer wieder, wie ich bei Fragen die Antwort irgendwo aus dem hintersten Resthirn rauskratzen kann und dann einfach nur eine Vermutung habe. Aber wenn du dann da sitzt und diese Vermutung nur ich so ganz leise hast. Ich sehe mich auch als modernen Uomo Universalis. Das ist in Ordnung und ich weiß nicht, was das ist. Das ist der Universalgelehrte, also der Mensch, der in allen Bereichen... Tatsächlich, das finde ich eine gute Sache. Ich hatte mich irgendwann mal überlegt, ob ich Universalkritiker werden soll. Einfach alles kritisieren kann. Ach so, okay, ja, Universalkritiker. Ja, genau. Einfach nur zu allen Sachen kann man mich befragen, dann sage ich, ja, ist scheiße. Also nicht Universalkritiker, sondern... Nee, ja, doch, die auch. Tatsächlich haben sie auch Kritik verdient. Aber nee, Universalkritiker. Einfach, du rufst mich an zum Thema, dann sage ich, ja, scheiße oder ist nicht scheiße. Aber ich finde es auch gar nicht so schwer. Manche Sachen sind scheiße, manche nicht. Okay, ich habe mir einige Fußballfragen. Hier, guck mal hier, das ist auch eine schöne. Warum erkundigt ihr euch nicht vernünftig über Corona und labert einfach alles nach? Den nehmen wir gar nicht mit. Ich wollte es nur einmal vorgelesen haben. Ja. Welches Team würde beim 2-2 Fußballspiel gewinnen? Nico und Niklas oder Dennis und Pavel? Jetzt kann ich was erzählen dazu. Am Ende des Tages ist die Frage also, ob wir beide Dennis besiegen können. Und ich sag mal so, bei einer Ballsportart, die auf Passen basiert, ist ein 2 gegen 1 ein elementarer Vorteil. Also es klingt gerade bei dir durch, dass du Pavel quasi nicht mitzählst als vollwertigen Spieler. Also, Pavel hat sich selbst den Spitznamen Pessi gegeben, polnischer Messi, Messi, ist ja ganz klar. Hat sich aber auch schon andere Spitznamen gegeben, unter anderem den Spitznamen Banana Man. Und zwar, weil er sich ganz schön den Rücken zerlegt hat im vergangenen Jahr. Und ich habe gestern mit ihm darüber geredet, ob er denn überhaupt denkt, dass er derzeit kicken könnte. Und seine Antwort war, nein, ich kann überhaupt kein Fußball spielen derzeit. Und deswegen, da kommt diese Antwort her. Ansonsten ist Pavel ein Ikone auf dem Feld. Die Frage ist halt, was für Tore haben wir? Das ist halt die Frage, wenn man jetzt... Pavel hat nur ein Tor. Ja, sogar das, der kann ja nicht, sogar da... Also, ich sage Folgendes. Ich bin jetzt mal der Realistische von uns beiden und sage, dass... wir zu zweit keine Chance haben gegen jemanden, der Profi war. Nee, aber Pavel kann ja nicht mitspielen, also es ist 2 gegen 1. Das ist vollkommen egal. Auf Großfeld. Das ist vollkommen egal, der macht uns rund. Nein, sorry Dennis, wir machen das. Jedes Mal, wenn Dennis Ballbesitz hat, ja, dann haben wir ein Problem. Macht er einfach ein Tor. Dann haben wir ein Problem. Ja, also wir müssen quasi mit jeder Chance treffen. Also ich glaube nicht, dass ich Dennis auch stellen kann. Also Titel des Videos, Dennis, wundere ich nicht. Stell dich, Dennis. kann durchaus sein. Das ist wie wenn ich 2K Online mit MyPark spiele, weil ich einen Spieler gemacht habe, der nur offensive Fähigkeiten hat. Das heißt, ich muss bei jedem Ball treffen, den ich bekomme, weil sobald der Gegner den Ball hat, kassiere ich auch. Also, entscheidet sich das Spiel bei der Auslosung, wer den ersten Ball hat. Ja. Ja gut, okay, kann sein. Aber es hängt an Pavel am Ende des Tages. Gute Besserung an den Mann, die kann er immer brauchen. Ich versuche uns immer noch weiterhin ein bisschen... Oh, guck mal hier. An Nico und Niklas, wem würdet ihr lieber die Meinung geigen? Olsen Ruff oder Prinz Pi? Prinz Pi. Was würdest du ihm sagen? Du hast Abi vor 30 Jahren gemacht. Du Knallkopf. So ungefähr. Das müsste er ja wirklich mal gesagt bekommen, oder? So ungefähr wahrscheinlich, ja. Schämst du dich nicht? Ja, ich meine,
sehr schön, dass er die Welle reitet oder so. Jetzt hat er gerade Wein rausgebracht übrigens, Prinz Pi. Ist das so? Ja, eine Flasche irgendwie 16 Euro. Ich weiß nicht, ist so einer von diesen Leuten, die sich auch selbst zu sehr gefallen in ihrer vermeintlichen Intellektualität. Mm. Also, die dann irgendwelche Woke-Takes raushauen und meinen, die haben irgendwie alles verstanden, was es zu verstehen gibt. Und das übrigens an dieser Stelle ist immer ein schlimmer Gedanke. Wenn man sich selber dabei erwischt und man denkt, ah, ich habe es, glaube ich, alles verstanden, dann ist man auf einem ganz schlechten Weg unterwegs. Ja, ich würde Prinz Pi bevorzugen. Ich auch. Ja, am Prinz Pi kann man sich auch besser abarbeiten als an Olsen. Olsen hat halt einen Weg eingeschlagen, als wir uns das vorgestellt haben für ihn. Kann man aber nichts dagegen sagen. Nee. Und Prinz Pi ist ein Sellout. Man muss ja auch mal sich die Frage stellen, okay, wenn ich die Meinung geige und es kommt zu einer Eskalation, wem von den beiden möchte ich am ehesten... Olsen ist halt 1,90 Meter, ne? 1,90 Meter, also vor Ballonherz auch eine andere Vergangenheit gab vielleicht. Klang auf jeden Fall nach Straßenerfahrung. Ja, also da würde ich schon eher... Laid back im Klassenraum, wenn man sich straight auf die Backen haut. Ja, genau das. Und dann weiß ich nicht, ob ich dann nicht lieber beim Prinz bleibe. Wobei der Prinz natürlich in seinen Songs auch früher getan hat als Royal Bunker. Da klang es auch so, als wäre ein G. Egal. Jetzt geht's hier, wir müssen ein Ranking machen, aber dafür muss ich jetzt erstmal, du sagst einfach nur Interesse, ja oder nein, okay? Ja. Es geht um Sportarten. Die Frage ist von Laurin Sartori. Basketballinteresse? Nein. Volleyball? Nein. Handball? Ja. Eishockey? Nein. American Football? Nein. Okay, super. Dann rank mal diese Sportarten nach deinem Interesse. Guck mal, ich habe natürlich, so wie es halt ist, an allem Interesse. Weil ich einfach ein Idiot bin, der in seinem Leben, weil ich ein Sportdepp bin, der in der Sportbox wohnt. Ganz einfach. Ich gebe dir mein Ranking. Ja. Ich habe ja mal bei der Volleyball-Bundesliga gearbeitet übrigens, habe ich schon mal erzählt, ne? In der Pressestelle. War furchtbar. Eishockey letztes. Handball vorletztes, Volleyball, American Football, Basketball. Basketball ist bei mir nicht weit hinter Fußball, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist so. Ist einfach so. Ist meine heimliche Liebe, der Basketball. Du bist auch so ein verkappter US-Amerikaner. Tatsächlich bin ich da leider furchtbar amerikanisiert. Ich weiß es auch ganz genau. Ist ja nicht per se schlimm. Also ist ja einfach nur ein kultureller Einfluss. Der ist einfach größer, als mir lieb ist in meinem Leben. Ich habe... Das ist mir auch schon aufgefallen. Und früher fand ich es cool. Weißt du, als ich so 19, 20 war und ich dann so, und dann irgendwie die US-Staaten anders betont als jeder andere, weil irgendwie so richtig hart amerikanisch aus betonen wolltest und so und mit irgendwelchen NBA-Begriffen um dich geworfen hast. Da fand ich es cool. Heute denke ich, ach ja, das ist auch nicht eigentlich das coolste Land der Welt, muss man auch mal sagen. Nee, das auf keinen Fall. Das auf keinen Fall. Sag's ihnen nur nicht. Ja. Denken, muss ich auch noch ranken? Ja, du musst ranken. Und zwar Basketball, Volleyball, Handball, Eishockey und American Football. Also Handball auf 1, vom Interesse her bei mir. Einfach, also der einzige Sport, den Dänemark gefühlt hat, in dem wir eine Chance haben, alle anderen zu schlagen. Ja. Und deswegen Handball auf 1, ist familienbedingt. Eishockey auf 2, ist auch familienbedingt, also auch ein skandinavisches Ding natürlich. Ja. Aber mein Opa war lange Eishockey-Manager, also war er wohl sowohl im Fußballbereich Manager in Dänemark und dann später auch im Eishockey. Universalmanager. Universalmanager. Und dann, also auch viel mitgenommen worden zu spielen und sowas und deswegen so eine leichte Affinität da. Gehst du zu den Eisbären hier? Nee. Sind die zu assi? Also interessiert mich einfach, also als ich würde mitgehen zu Eishockey spielen, aber selbst auf die Idee kommen würde ich nicht. Ja, okay. Dann habe ich auf der 3 American Football, auf der 4 Basketball und auf der 5 Volleyball. Ich habe zu Volleyball wirklich keinerlei Bezug. Finde ich auch komplett in Ordnung. Also das ist ja irgendwie auch so eine Randsportart. Es ist der Volleyball-Weltverband, weil der Weltverband, weil es nicht organisiert ist wie im Fußball mit den großen Einzelverbänden, ist der Volleyball-Weltverband der größte Verband. Ach, Wahnsinn. Ja, weil es aber auch in Südamerika einfach ein Riesensportart ist und so. Aber das heißt jetzt nicht, dass es irgendwie... Ja. Es ist in Deutschland einfach eine Randsportart, da müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube, Volleyball ist ein cooler Sport und ich könnte mich auch relativ schnell dafür begeistern, ihn zu schauen. Also wenn man so mal einen Ballwechsel sieht, das hat da schon eine Dynamik und eine Spannung drin, die sehr cool ist. Aber das bisschen, was bei mir halt an NFL, NBA-Interesse da ist, das ganz, ganz kleine bisschen, ist halt... Ist größer. Ganz einfach. Ja, und es hat auch US-Import und der ist Volleyball hat nicht. So ist es. Ich möchte zum Volleyball noch zwei Sachen sagen. Volleyball hat nämlich zwei elementare Probleme. Das erste Problem ist, dass ich vergessen habe, was es ist. Das ist ein Riesenproblem. Warte kurz. Das zweite Problem, fangen wir damit an, ist, jeder einzelne Volleyballer ist Gatekeeper.
Volleyballer denken automatisch, mein erstes Problem ist, Volleyball ist halt von all diesen Sportarten fast die schwierigste zu spielen, weil du musst halt einen Spielfluss hinbekommen, sonst macht es gar keinen Bock. In der Schule Volleyball spielen macht 0% Bock. Du brauchst also, eigentlich brauchst du nur Leute, die es können, wenn du selber nicht kannst, damit du irgendwie spielen kannst. Aufschlagpunkt. So, Aufschlagpunkt. Fällt runter, bumm, Annahme nach hinten. Dann macht es halt keinen Bock. Das ist halt wirklich ein Problem. Und das zweite ist, Volleyballer sind Gatekeeper. Weißt du, wie... Ich weiß nicht, was es heißen soll. Ja, halt... solche Shirts tragen wie, wenn Volleyball einfach wäre, würde es Fußball heißen. So eine Scheiße. So. Die Königin der Ballsportart. Man darf jedes Körperteil benutzen. Gratulation. Das ist ein Problem des Volleyballs. Und das kann ich als ehemaliger Volleyballer aus einer Volleyballfamilie, kann ich das einfach so sagen. Reißt euch ein bisschen zusammen. Volleyballer sind keine besseren Menschen. Aber das ist leider häufig das Problem. Man braucht halt irgendwas, auf das man sich zurückziehen kann, wenn es nicht die Popularität ist. Ist wirklich so. Ich will ja gar nicht das Volleyball. Mein Handball ist ja dasselbe Spiel. Hashtag, was der Fußball vom Handball lernen kann. Ach, lass mich bloß in Ruhe. Frage an Niklas, Dänemark Spezial. Welcher Däne ist dein All-Time-Favorite-Fußballer? Michael Laudrup. Das wussten wir, glaube ich, sogar schon, wenn man dir fleißig zugehört hat in der Vergangenheit. Ja, ist für mich einer der genialsten Spielmacher aller Zeiten. Dänemark Fußball oder Dänemark Handball? Handball. Tatsächlich? Ja, weil einfach Erfolg macht halt Spaß. Ne? Und die haben halt auch andere, also... coole, oder der Starspieler Mikkel Hansen ist überstrahlt für mich jeden, der aktuell im Fußball da rumläuft. In Dänemark? Genau, also okay. Die dänische Handballnationalmannschaft hat für mich mehr Charaktere, spannendere Typen als die Fußballmannschaft. Ich habe hier übrigens ganz, ganz viele so Top-11-Fragen, aber die kann ich dir jetzt nicht aus dem Stegreif, das ist einfach nicht fair. Und sportliches Verhalten, wer wissen, wer von uns beiden einen Boxkampf gewinnen würde? Boah, ich habe Judo-Erfahrung, ich war Judoka. Ja, wie weit? Gelb-Orange. Und aufgehört mit 13 oder so. Also ich würde nicht sagen. Keine relevanten Kenntnisse. Keiner der relevanten. Ich hatte einen Boxsack bei meinen Eltern. Ja. Den ich einfach nur eingedroschen habe, ohne jegliche Fußarbeit. Ich bin großer Fan des Boxsport und befinde mich immer noch im goldenen koordinativen Lernalter, in dem man sich normalerweise so bis zum 11. Lebensjahr befindet. Wir können das ja mal so KSI Paul-mäßig aufziehen, dass wir uns beide so ein halbes Jahr Zeit geben. Ja. Oder machen wir das so ein riesen professionelle Trainer und so. Also, warst du jemals mal im Boxtraining oder sowas? Ich habe auch einen Sack bei meinen Eltern hängen und habe angefangen, irgendwann mal eine Zeit lang so Video-Tutorials zu gucken. Ja, so ein paar, das habe ich auch gemacht. So ein paar Basics halt. Aber ich habe nie ein richtiges Boxtraining gehabt. Ne? Und das große Ding, warum du wahrscheinlich den Kampf gewinnen würdest, ist, dass Boxen so brachial anstrengend ist. Und dass ich tatsächlich, weil ich sehr, sehr viel Boxen geguckt habe, und ich meinte das gerade eben mit dem goldenen kollektiven Lernleiter natürlich nicht ernst, aber ich meine es insofern ernst, dass ich relativ gut darin bin, mir Sachen abzugucken und schnell zu integrieren. Ja. Das bedeutet, dass ich relativ aktiv auf den Beinen wäre, was im Umkehrschluss bedeutet, dass ich anderthalb Runden durchstehe. Und dann wäre Feierabend und dann bist du einfach fitter als ich. Das heißt, der Boxkampf würde auch an dich gehen. Ich komme hier nicht gut weg heute. Ich glaube halt also rein basierend auf den körperlichen Grundvoraussetzungen aktuell wahrscheinlich. Also größer und ein bisschen mehr Reichweite. Du bist du bereit, das zu erzählen? Ich pendle meistens so zwischen 84 und 85 Kilo. Und das sind auf jeden Fall mal mindestens 10 Kilo Unterschied. Eher noch ein bisschen mehr. Ja. Ich war da auch schon, ne? Ich hab in meinem Leben schon 87 Kilo gewogen. Alter Schwede. Ja, du war einfach fett. Nee. Skinny fett. Immer noch dünne Arme gehabt, aber großen Oberkörper. Einfach nur alles hier. Einen sogenannten Deadbot. Absolut. War stolz drauf. Wie viel Zeit verbringt ihr damit, Fußball zu schauen von Martin Football? Zu viel. Wirklich zu viel. Also auf meiner Seite. Ich glaube, nicht mehr zu viel, würde ich nicht sagen, weil ich wirklich besser daran geworden bin, mich selbst zu reglementieren. Ja. Also ich hatte mal eine schlimme Phase, so in der Studienzeit quasi, wo ich teilweise auch gesagt habe, ey, ich komme später. Ja. Also Freitagabend und ich meinte so, ich komme um 10:30 nach, weil ich noch das Eröffnungsspiel von der neuen Ligue-1-Saison sehen wollte oder sowas. Ja. Wo ich mir heute denke, du Vollidiot, häng da einfach mit deinen Freunden rum. Ich habe bei diversen WMs absolut jedes Spiel geguckt. Das auch. Auf mehreren Screens, gleichzeitig alle Spiele, immer. Also ich habe bei der WM 2018, glaube ich, jedes Spiel gesehen. Glaube ich ernsthaft. Vielleicht nicht, als ich dann hier, wenn wir live waren oder irgendwas nebenher gelaufen ist, dann vielleicht nicht. Die Maßlosigkeit ist immer ein Problem. Und zu viel immer noch, aber ich bin auch ein bisschen besser geworden. Ja. Zum Beispiel gucke ich Champions League Gruppenphase dieses Jahr quasi nicht. Ich gucke dann ich habe schon ein paar Mal gesagt, es gibt die eine oder andere Seite, die ich nicht erwähnen werde, wo man längere Zusammenfassungen und sowas sehen kann. Ich sehe schon zu, dass ich einen Eindruck bekomme, aber zum Beispiel gucke ich mir nicht wieder Dortmund gegen Lazio an, zum 16. Mal gefühlt. Warum spielen die eigentlich ständig gegeneinander? Ja. Ein, zwei Fragen noch, dann sind wir schon wieder zeitlich am Ende.
Eieiei. Ja, wir sind schon. Wir sind jetzt schon, glaube ich, bei 20 Minuten, wenn ich nicht alles schätze. Was sagst du, stimmt das, 20 Minuten? Ja. Irgendein Zuschauer gefragt. Welche Fußballkommentatoren feiert ihr beziehungsweise nicht? Ah, das ist so Kollegenschelte, müssen wir jetzt nicht machen, oder? Sau viele VfB-Fragen. Wer hat denn hier eigentlich die VfB-Army reingeschickt? Jetzt lädt hier nichts mehr. Okay, jetzt muss ich... Also ich, dann geh noch mal ein bisschen hoch. Ich sag noch zum Fußball schauen. Ja, hau raus. Dass, also ich erinnere mich zum Beispiel, als Michel Merino damals zum BVB die Gerüchte aufkamen und der Wechsel dann fix wurde, dass ich so 3 oder 4 Osasuna-Spiele gestreamt habe, ja, um den Spieler zu sehen. So Sachen halt. Ja, ich habe extra Klasse geguckt, nachdem es hier hieß, dass Bialek jetzt zu Wolfsburg gegangen ist, dass er vielleicht zur Eintracht geht, habe ich extra Klasse-Spiele geschaut. Wie ein absoluter Hänger. Ja, also wirklich, wo man sich dann heute denkt, okay, warum eigentlich? Also Fußball, man muss aufpassen, finde ich, dass Fußball nicht, weil das entwertet ihn, dieselbe Funktion einnimmt, wie es Netflix im Leben von Menschen tut. Und so ein Nebenbei-Medium wird. Also du machst es nur, weil du den bequemstmöglichsten Weg suchst, Zeit zum Vergehen zu bringen, ohne dich damit auseinandersetzen zu müssen, ey, worauf habe ich eigentlich wirklich Bock? Ja. Also, oder mal. Ist so. Oder, ja, also, ach, Fußball läuft ja. Und dann einfach. Genau, und dann geht die Zeit lassen. Schon rum, irgendwann geht man schlafen und dann weil ist der Tag auch wieder vorbei. Also ich finde, man muss aufpassen, dass Fußball nicht zu so einem Nebenbei-Ding wird, sondern etwas, wofür man sich bewusst entscheidet, dass man es gucken möchte. Es sind hier noch einige Fragen und einige auch einfach frech, wie zum Beispiel, wer ist eurer Meinung nach der Spieler des letzten Jahrhunderts? Pelé oder Maradona? Hör doch auf, mir Antworten vorzugeben. Was soll das denn? Hit me, Nico. Ich warte auf deine Frage. Ich kann nichts lesen von dir. Ich habe tatsächlich einfach keine gute Frage mehr. Ich bin nicht zu Fußball. Eine Frage war drin. Wer sind eure EM 2021 Favoriten im Sinne von Power Ranking? Top 5, nicht von Sympathie. Kann die goldene Generation von Belgien es endlich schaffen? Ich finde, wir müssen kein Top 5 Power Ranking machen, aber wir sollten unsere Favoriten benennen. Und ich finde, wie soll man denn an Frankreich vorbeikommen? Alors avant de la patrie, le jour de gloire est... Arrivé. Weiter? La Marseillaise. Contre nous de la Tyrannie. Kannst du nicht mitsingen? Die französischen Text? Nein, aber ich weiß den deutschen Text. Ich weiß auch, dass die Franzosen, wenn die Nationalhymne kommen, ein Taschenmesser aufklappen in der Hosentasche und bereit sind, das Feld mit dem Blut ihrer Feinde zu tränken. Soweit gröle ich nicht, auch nicht auf Deutsch. Aber du bitte hier, sing doch noch mal ein bisschen. Die Marseillaise ist der Hammer, ich liebe die. Das ist die geisteskrankste Hymne, die ist fast... Das ist mir sowas von egal, die brutale oder was, aber darum geht's überhaupt nicht. Die nächste Schlimmste ist jetzt, glaube ich, Portugal, die sind auch wild. Es geht halt darum, nach der Hymne einfach Bock zu haben, jemanden abzumurksen. Und das ist was Gutes. Im sportlichen Kontext. Das ist was Gutes, ja? Das ist was Gutes, ja. Ja, ja, Italien macht das auch. Ne? Aber ja, Frankreich ist Favorit. Frankreich hat den besten, also es gibt kein Land, das in dieser Dichte und in dieser Qualität Spieler hat wie Frankreich. Ist so. Und jetzt kann man natürlich sagen, das hatten wir in der Vergangenheit auch schon. Brasilien 98 war einfach die beste Mannschaft bei diesem Turnier, hat das Ding nicht gewonnen am Ende. Seltsame Umstände gewesen, klar. Aber bei Frankreich, am Ende des Tages, können auch die nur 23 Leute mitnehmen. Oder 27. Gute Frage. Wahrscheinlich 27. Und ne, also am Ende hast du auch nur 27 Leute, aber du hast bei Frankreich wirklich das Gefühl, die können ihren ersten Kader nominieren, einmal streichen und die nächsten 27 mitnehmen und es ist immer noch ein Top-Kader. Ja. Und das gibt's in der Breite nirgendwo anders in Europa derzeit. Und andere Nationen, England einfach traue ich traditionell gar nichts zu. Ist einfach so. Nein, zu lange habe ich mich für die gefreut und die haben mich enttäuscht, als ich da noch irgendwas glauben könnte. Also gut. Die letzte WM war ja schon ein Schritt in eine neue Richtung, in eine richtige Richtung. Am Ende wurden sie trotzdem von Kroatien ausgeschaltet. Aber, also, ich finde, gemessen an dem, wie kläglich England in den Jahren davor gescheitert ist, fand ich Halbfinale bei der WM schon in Ordnung. Also, das Beste sein, der was Weg dahin war natürlich auch so ein bisschen wohlwollend gepflastert mit Schweden und Kolumbien als erste K.O.-Gegner in der Gruppe war sehr leicht. Also, das war irgendwie auch ein bisschen. Und da haben sie sich auch schon gegen Kolumbien abgemüht, Alter. Puff. Das war schwierig, ja. Ja, aber nur deswegen, aber England. Die sind für mich einfach, die sind nicht mal in Schlagdistanz zu Frankreich. Nee, also England ist für mich ein Top 4 bis 6 Kandidat. So wie auch Spanien, Belgien, die klassischen Kandidaten. Ja, halt. Aber also Frankreich ist für mich nochmal so ein Stück abgehoben vom Rest. Finde ich auch. Und zwar wirklich einfach auch auf eine Art und Weise, die vielleicht so ein bisschen wie Spanien Anfang des letzten Jahrzehnts, dieses Jahrzehnts noch. Ja. Man sieht einfach kein Ende. Ja, genau. Also, weil jetzt rückt mit Camavinga jemand nach, der fürs Zentrum
Jahrhunderttalentpotenzial hat. Dann hast du noch einen Mbappé, der immer noch super, super jung ist. Generell, du könntest, wenn du den Franzosen sagst, ihr dürft nur bis 23 Jahre alt nominieren, dann ist das immer noch eine Top-Mannschaft. Dann zucken die mit den Achseln und sagen, okay. Das ist kein Problem. Ja. Was sind eure Einschränkungen? Wirklich wild. So, das war's für heute, oder? An dieser Stelle, jetzt könnt ihr euch wieder zu euren Familien verabschieden. Und macht das auch wirklich. Ja, ist so. Also, ich kann es nicht machen, ich bin in Berlin. Ja, also im Rahmen des Möglichen, ja, wenn die Umstände passen, Family Time immer wichtig. Immer auf gut. Jeden Fall. Ja. Ich habe leider vergessen, an welchem Tag wir das hier raushauen. Wenn es der 26. ist, würde ich es verstehen, wenn ihr euch jetzt aufs Zimmer verkriecht. Manchmal wird es ein bisschen viel irgendwann. Wie groß ist eure Runde? Relativ klein feiert ihr wahrscheinlich, ne? Das sind nur meine Eltern und ich. Ja, okay. Also so. Ja, das ist was anderes. Ja, bei unseren Weihnachten sind schon auf jeden Fall zweistellig Leute immer da. Und da reicht es dann irgendwann. Ja, ja, also unser Standardweihnachten, wenn wir nach Dänemark fahren und da alles zusammenkommt, dann sind wir auch im zweistelligen Bereich. Ja. Dann muss man auch so seine Inseln der Ruhe finden. Ja. Aber so zu dritt ist es eigentlich relativ gut aushaltbar. Weißt du, was meine Inseln der Ruhe sind? Die NBA Christmas Games. Ja, das ist allergeilste. Die fangen halt um 17 Uhr an, am 25. glaube ich. Ne? Und dann weißt du, welche Sportart für mich alle fünf genannten eben überragt, wo du es gerade sagst, die auch jetzt im Dezember quasi... Darts. Genau. Ja, Dart-WM läuft schon. Ja, läuft schon, ja. Läuft, Max Hopp hat sein erstes... Das ist ja, wir veröffentlichen ja erst später. Scheißegal, aber das ändert aber nichts daran, dass er das erste Spiel gewonnen hat. Das erste Spiel gewonnen, ja, auf jeden Fall, ja. Der kommt, glaube ich, aus meiner Heimat irgendwo. Der Maximizer? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ja. Okay, jetzt sing noch mal kurz was für die Leute, dann kann ich nachgucken. dein Lieblingsweihnachtslied? Nee, ich kann auch für meinen Lieblingsdartspieler singen. Einer meiner Lieblingsdartspieler. Wer ist das? Na, 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 na. Vincent van der Voort, van der Voort. Vincent van der Voort. Der wie sogenannte Max? Dutch, Max Hopp. Ja. Der sogenannte Dutch Destroyer. Der Dutch Destroyer. Der als der schnellste Dartspieler der Welt gilt. Und 2 Meter groß ist und deswegen konstant Rückenprobleme hat beim Dartspielen. Wirft der nach unten? Der muss quasi so runterwerfen, ja. Und das ist ein echt bei dem großes Problem. Max Hopp, 20. August 1996 aus Wiesbaden. Let's go. Weltrangliste 34. Niemand weiß wieder mit den 22 Gramm Bullets von Max Bullets Champion Max Hopp. 22 Gramm das Gewicht für den Mann. Ist das so? Ja. Aber weißt du, wo er wohnt? Und jetzt wird's wild. Der gute Mann ist freiwillig nach Kottengrün gezogen. Kenne ich nicht. Ist in Sachsen. Alles klar. Viel Spaß, Max Hopp. Mach's gut, Max Hopp. Und alle anderen macht's auch gut. Feiert noch ein bisschen Weihnachten mit eurer Familie. Vielen, vielen Dank, Niklas. Danke dir. Und wir sehen uns im nächsten Jahr. Ja. Tschö. Ciao.